meine Lieben. Krieg in Europa, das kannte ich bisher nur noch aus Büchern. Und jetzt, seit dem vergangenen Donnerstag, seit Russland unter Putin in der Ukraine einmarschiert ist, gewaltsamer Angriffskrieg gegen alle vorausgegangenen Beteuerungen, seitdem erscheint wieder möglich, was für drei Generationen auf diesem Kontinent undenkbar erschien. Dass aus einem kalten Krieg sogar wieder ein heißer wird. Menschen sterben. Es gibt Opfer und Zerstörung. Und zumindest wirtschaftlich werden es auch wir alle zu spüren bekommen. Wie umgehen mit dieser ganz neuen, bedrohlichen Situation? Wo ist unser Weg als Christinnen und Christen jetzt hier ganz konkret in dieser Zeit? Was sagt uns das Evangelium? Jesus hat an diesem Sonntag eine ganz klare Ansage für uns, die uns helfen kann, unseren Weg in diesen Tagen zu finden und auch bewusst und nachhaltig zu gehen. Ich werde davon erzählen in meiner Predigt zum kommenden Sonntag, bereits am Samstag um 16 Uhr in der Pfarrkirche in Hart beim Vorabendgottesdienst. Noch einmal am Sonntag um 10 Uhr in der Pfarrkirche Heiligkreuz und um 11.30 Uhr am Sonntag in der Pfarr- und Wallfahrtskirche Feichten. Um 11.30 Uhr wird der Gottesdienst auch wieder live übertragen über das Regionalfernsehen Oberbayern und auf unserem YouTube-Kanal. Auch wenn es momentan undenkbar erscheint, Frieden ist möglich und das Evangelium macht mir Mut dazu. Ich lade euch alle ein, mitzufeiern und neuen Mut für Frieden bewusst zu schöpfen.